Ey, hier gibt's einen Team-Modus. Nico? Wilder Modus, frische Brise. Das leichtere Spielmodus sind über viele KP wirklich. Perfekt geeignet für Action-Einsteiger. Das ist wilder. Etwas wilder. Der wilde Modus. An den wilden Modus. Hast du die Augen gesehen? Geil, direkt mal klippen. Schon wieder die Augen. Lul. Oh, das haben die aber geklaut. Das sieht genauso aus wie bei Crash Bandicoot. Aber 1 zu 1. Crash Bandicoot 1 hat genauso gestartet. Guck, wie der rennt. Wie lange kann er fliegen? Ganz schön lang. Ich glaube, das ist übel witzig, das Spiel. Okay, Z, L, R, alles machen alle das Gleiche. Man bückt sich. Kamera kann man nur so leicht bewegen. Also nicht wirklich viel. Aber ist ja typisch. Es fühlt sich ein bisschen an wie Super Mario 3D World. Ah, man kann nicht runterfallen. Aber es fühlt sich sehr smooth an. Wirklich. Fühlt sich sehr flüssig an, sehr gut an. Guck mal. Bin dicker. Also wenn man das auch zu zweit spielen kann, dann ist das geil. Das stelle ich mir sehr cool vor. Ey, guck mal, das sieht einfach tausendmal besser aus als Arceus. Jetzt kannst du mir erzählen, was du willst. Allein die. Du musst ja nur die Texturen beachten. Die 10.000mal besser aussehen.
Richtige Weitsicht. Komm her! Zack! Das fühlt sich sehr gut an. Das kann man schon mal sagen. Ah, guck mal, Y macht der auch irgendwas? Ah, guck mal, dann kann die Power wieder wegmachen. Auf X macht man nichts. Oh, allein das ist so satisfying. Guck mal. Ist das bitte satisfying oder was ist das? Das ist so smooth. Überhaupt nicht hackelig. Kannst von der hier einfach so entlang. Es fühlt sich auch richtig, richtig butterweich an. Also es fühlt sich sehr, sehr gut an. So als könntest du es einfach spielen. So ein richtiges Casual Game. Aber das heißt Casual, ist bestimmt auch schwer, aber ich meine, die Mechanik ist richtig schön entspannt. Aber ich fände es cool, wenn man solche Sachen hier auch kaputt machen könnte, sag ich dir ehrlich. Also wenn man das jetzt hier so kaputt machen könnte, wäre cool. Aber wenn man vielleicht ein bisschen zu viel, ne? Kann ich hier jetzt runterfallen? Ja, kann ich. Also hier kann man jetzt runterfallen. Der Schatten unten sieht auch gut aus. Von Kirby. Ah, links oben ist meine Energie. Okay, hier kann man runter. Vielleicht ist da was. Aber man kann die Kamera nicht genug bewegen, um das zu sehen, leider. Oh, fahren wir jetzt mit dem Auto? Ah, schade. Boah, sehen die knuffig aus. Der saugt ja einfach ein. Stell dir vor, das ist einfach deine Taktik für alles. Da kommt ein Angreifer, du saugst dann einfach ein. Sprengen. Okay, das fühlt sich auch richtig gut an. Das fühlt sich richtig gut an, ich sage es dir. Ja, also, ich sag, es sieht jetzt nicht fotorealistisch aus. Also, sind wir ehrlich, ne? Hier die ganzen, hier, das ist halt auch alles nicht mega scharf, ne? Aber das muss es auch nicht sein. Aber guck mal, wie der mit dem Licht interagiert. Guck mal. Ich werde hell. Ich werde dunkel. Super hell. Ein bisschen hell. Das sind die Nuancen, die wichtig sind. Ja, ob jetzt hier,
ob das mega High Resolution ist. Das ist mir doch scheißegal, ob das 1080p ist oder 720p. Genau, richtig. Ja, also das Rad, was du da siehst, das muss nicht fotorealistisch sein oder die Steckdose da. Das ist nicht so wichtig. Aber guck mal, wie ich mit dem Licht interagiere. Ah, und jetzt kann ich auch mehr Sachen kaputt machen. Ja, Mann. Und hier sind diese Mini-Ruckler, wo Leute meinten, hä, das ruckelt ja. Wenn du irgendwo gegenfährst. Mann, ich würde jetzt so gerne schon das ganze Game spielen. Das fühlt sich echt gut an. Kann man nicht anders sagen. Das macht auch übel Bock. Oh, man muss sie springen. Nochmal neu. Nochmal neu den Parcours. Frame-Einbrüche? Achso, ja. Ey, die sind doch blöd. So. Piep, piep, piep. Go. Hui. Driften. Und jetzt springen. Zack. Und bekommen. Frame-Einbrüche, ja, wenn man es spielt, ne? Das ist so dumm. Es ist halt normal, dass das kurz hängen bleibt. Das ist halt so. Oh, die Steine haben nachgeladen, aber nicht so schlimm. Ausspucken? Ne, ich will nicht ausspucken. Spuck dich selber aus. Aber ich glaube, ich muss. Vollstopfen. Nico, willst du dich vollstopfen? Ah, man kann auch gedrückt halten. Ich glaube, da haben die ein richtig gutes Kirby gemacht. Ja. Am 25. kommt das ja. Vielleicht habe ich ja wieder so Glück wie mit Elden Ring, da ich es einen Tag vorher habe oder 2 Tage vorher. Bam!
Mach ob! Ich glaube, da mache ich wie so Dome Tendo und Let's Play drüber. Mit dem Game. So richtig oldschool. Immer schön eine Stunde folgen, auf YouTube hochladen. Mit einer Ra, du musst die entpacken. Ey, da gibt's sogar in der Demo gibt es zwei. Wildermodus, natürlich. Du musst dir ein Entpackungssystem holen. Entweder Winra oder 7-Zip. Guck dir mal die Blicke weiter an. Ah, guck mal, das meinten die. Guck mal, ganz hinten das Hündchen, das auf dem Stern. Die Animation hat weniger Frames als der hier vorne und der hinten am Baum auch. Aber das ist normal, weil das ist ja so weit in der Ferne, da brauchst du nicht so viele Frames zu rendern. Na, du siehst, er läuft nur mit halben Frames hinten. Sieht so ein bisschen hackelig aus. Aber man sieht sogar, das Gras hinten am Baum wackelt. Also dazu sagen, das wäre irgendwie schlechte Qualität, ist dumm. Ah ja, und was haben die gesagt? Hier hinterm Baum? Oh ja. Also da wird... Oh, das ist mies. Siehst du, wie Kirby in Slow Motion läuft? Aber das kann man da schnell fixen. Aber ich weiß nicht, ob die das wirklich fixen würden. Wahrscheinlich gibt es gar nicht so viele Bäume, dass es sich lohnen würde, das zu fixen. Bringe 5 Tulpen zu blühen. Okay. Oh, der schläft. Komm her. Scheiß drauf, sagt er. Ja, das sind halt das. Du kennst ja die Leute, die dann direkt wieder meckern. Ich find's auch nicht schlimm. Also da gibt's echt schlimmere Sachen. Vollstopfen, let's go. Dosenschuss. So wie witzig. Boah. Let's go. Ich muss sagen, das mit den Leitern gefällt mir bisher am meisten. Das fühlt sich so gut an. Was ist das hier? Aha. Vollstopfen.
Dosenkill! Dosenkill! Merlin. Nico, ich bin Merlin. Aber das wird dir, glaube ich, auch gefallen, das Game. Ey! Will ich da schon hoch? Ja, will ich. Boom. Oh, muss wieder kämpfen. Oh, was ist das? Was ist das? Ich will das hier. Was ist das denn? Oh Mann, ich hätte lieber Bomben gehabt, glaube ich. Schwertgrobian. Alter, der viel. Hä, hey, wie nehme ich das? Was hält mich wahrscheinlich? Bam! Alter, wie groß ist diese Demo? Nice. Au. Aua.
Oh Mann, oh Mann. Das brauche ich nochmal. Hör mal genau den Sound. Wenn der aufkommt. Aber nee, eben war anders. Bin ich gesprungen? Ja, der macht so einen Dive. Plupp. Hab's ja alle. Ich glaube, ich habe die Tulpen nicht alle, ne? Hört sich an, als hätte ich irgendwo eine vergessen. Ist noch eine? 3 von 5? Ich habe bestimmt irgendwo eine vergessen. Da nicht mehr drauf geachtet irgendwie. Aua. Aua! Ist die Demo jetzt vorbei oder? Kirby wurde in einen rätselhaften Wirbel gesaugt, der über Planeten Pop auftauchte. Als er wieder zu sich kam, befand er sich in einer neuen Welt. Die Reise durch den Wirbel bescherte ihm auch eine neue, seltsame Kraft. Mal sehen, was er damit so alles anstellen kann. Auf ins Abenteuer! Collectibles gibt's auch. Oh Mann, ich glaube, ich werde viel zu viel Zeit in diesem Game verbringen. Ich sehe es schon kommen. Ich werde zu viel Zeit in dieses Game stecken. Noch eins! Was ist das für eine Demo? Krank. Komm, gib mir nochmal ein Auto. Ich habe voll Bock auf dieses Auto. Für eine Dose am Kopf. Kann ich so einen Stuhl einsaugen? Nee. Nico, du weißt, was kommt, ne? Das Wasser. Sieht eine Milliarde Mal besser aus als in Legenden Arceus.
Guck mal, so mit so einem Blur-Effekt, umso näher das an der Kamera ist. Und das interagiert mit dir auch nur ganz wenig. Na? Der Ton ist halt auch einfach gut, ne? Denke, da wird im Update noch ein bisschen mehr Tonqualität kommen. Jetzt hier war lang. Übel peinlich, Mann. Oah! Banana! Es macht halt einfach Spaß, den Charakter zu bedienen. Oh, Eis. Da, Eis, 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 Eis. Oh. Alter. Hui. Hui. Wo bin ich hier? Ein Affe. Nico, da bist du. Bizeps Bestie. Nico, das bist du. Gryllos. Ey, 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 gib mir das zurück. Frier ein. Er ist eingefroren. Gib's ihm. Aua. Au, es leckt, es leckt. Aua. Aua. Der Bizeps-Gorilla. Den fühle ich. Aua. Schwindelig. Ich weiß nicht, wofür diese Sterne sind, immer noch nicht. Nein, gibt das wieder. Aua! Nein! Eingefroren. Eingefroren! Dode. Ein Geschenkcode. Clear Demo. Du kannst diesen Geschenkcode nutzen, um zusätzlich alles von der Vollversion zu erhalten. Gib ihn einfach beim Waddle Dee Lieferservice ein, der im Spielverlauf freigeschaltet wird. Ich habe den Code schon wieder vergessen. Bosskampf wie Elden Ring, ja Mann. Ach guck mal, in der Vollversion ist selber noch ein bisschen Zusatzbonusmaterial. Boah, das fühle ich. Ach komm, zeig noch mehr. Ja Mann. Nice.
Nice. Alter, das wird bestimmt so Bock machen. Alter. So Bock. Aber gibt's eigentlich Multiplayer? Darüber haben die gar nichts so richtig gesagt, oder? Ah, da ist doch Multiplayer. Nice, Alter. Kannst du zweit spielen? Minigames. Angeln. Collectibles. Sieht für mich sehr, sehr rund aus, nach einem sehr guten Nintendo-Game. Ich habe ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet. Aber richtige Elden Ring-Endgegner. Oh, Meta Knight auch dabei, nice. Vielleicht ist König DDD ja auch dabei. Da ist er, ich sag's grad. Da ist er, Nico. Dein Main.